Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einem kleinen Talk-Video. Es geht wirklich, ich möchte über ein Thema reden, das mir sehr wichtig ist. Von vornherein, das Ganze hier in dem Video ist meine Meinung. Wenn ihr das anders seht, könnt ihr das ruhig. Aber wenn ihr meiner Meinung seid, bleibt bis zum Ende dran. Gebt dem Ganzen auch eine Chance und sagt nicht von vornherein, alles was ich sage ist Schwachsinn. Und zwar habe ich in den letzten Wochen erst nochmal richtig erlebt. Ich habe in den letzten Wochen viel, viel erlebt. In der Schule einiges, in den Ferien auch mal ohne Internet zu sein. Und allgemein ist mir dadurch erst klar geworden, was YouTube wirklich genau bedeutet. Oder bedeuten soll. Eigentlich ein für mich, aber es sollte auch für alle anderen so sein, denn man muss ehrlich sein, YouTube ist im Moment ziemlich... YouTube Deutschland ist wirklich an einem Tiefpunkt. Die meisten Videos bestehen aus Fakes und einfach nur 10 auf 10 Minuten Strecken, um Geld zu bekommen. Es gibt nur noch wenige YouTuber, die ich kenne, die es anders machen. Denen gebührt auch auf jeden Fall mein Respekt. Manche machen Videos, die sind 30 Minuten bis eine Stunde oder so. Manche machen Videos, die überhaupt 10 Minuten gehen. Aber an sich ist mein Problem auch gar nicht die Videos, die auf 10 Minuten gestreckt sind. Das kann jeder sehen, wie ich will, da will ich nicht viel drüber reden. Was aber vor allem wichtig ist für mich, die Videos, die auf YouTube gemacht werden. Auch von mir ist es so. Ich mache die Videos, um Menschen eine Freude zu bereiten, die sie gucken. Ich wette, jeder, der dieses Video hier sieht, kennt das. Er hat irgendwie einen schlimmen Tag hinter sich, hat irgendwas etwas Schlimmes erlebt. Aber YouTube kann einem einfach helfen, wieder ein bisschen auf die Beine zu kommen. YouTube kann wirklich sein wie eine Seelsorgehilfe. Und es gibt eigentlich für jeden irgendwas, das er gucken kann, um wieder etwas fröhlicher zu werden und wieder auf die Beine zu kommen. Und deswegen sollte YouTube meiner Meinung nach auch eher dafür da sein, anderen zu helfen. Man soll nicht auf sich selber nur bedacht sein. Videos existieren, um wirklich anderen eine Freude zu bereiten als sich selber. Mir ist auch selber erst aufgefallen, was YouTube für mich wirklich bedeutet. Weil ich zum Beispiel 2 Wochen kein Internet hatte, da ist mir aufgefallen, es war für mich ziemlich langweilig, aber irgendwie war es auch sehr entspannt. YouTube ist viel Arbeit, aber niemand wird zu dieser Arbeit gezwungen. Ich mache das auch zum Beispiel gerne. Auch wenn ich mal durch diese Wochen meine Einstellung zu YouTube etwas geändert habe, deswegen kommen nicht mehr so oft Videos. Und wegen der Schule. Ja, die Videos von YouTubern dürfen nicht egoistisch gedacht sein. YouTube ist keine Seite, die nur auf das Profit von Menschen basieren sollte. Niemand soll nur daran denken. Es ist mir egal, solange ein Video auf 10 Minuten gestreckt ist. Solange man merkt, der YouTuber hat Spaß an der Sache und macht das Ganze nicht nur wegen dem Geld, was leider nicht immer der Fall ist. Genau gesagt, viel, viel zu selten. Und das darf einfach nicht sein. YouTube existiert einfach für etwas anderes. Jeder kann machen, was er will. YouTube ist für mich auch eine Art der Persönlichkeitsentfaltung. Ich mache das Ganze zum Beispiel auch gerne. Aber jeder soll YouTube nutzen können, wie er will. Aber er sollte es nicht nur aus purem Egoismus oder aus Geld hier nutzen. Und deswegen, wenn ihr auch dieser Meinung seid, versucht den Hashtag
Geil, jetzt habe ich dran. Ich habe mir extra einen Hashtag den Hashtag YouTube ohne Egoismus hinauszutragen. Ich persönlich mag YouTube sehr gerne, trotz seiner Fehler. Als YouTuber sowie auch als Zuschauer. Jeden Tag aufs Neue. Helfen mir diese Videos einfach runterzukommen und einfach ein bisschen dem Alltag zu entkommen. Ich hoffe auch, ich kann Menschen mit meinen Videos eine Freude bereiten. Es gibt auch viele YouTuber, die einfach zu abgehoben sind. Sie denken sich, es haben mich 3 Millionen Menschen abonniert, ich bin besser als alle anderen. Die überlegen das einfach nicht mehr wirklich. Oder manche, anders auch manche Zuschauer, denken nicht richtig nach. Manche Zuschauer wollen, dass jeder YouTuber jeden Tag Videos rausbringt, als ob er kein Privatleben hätte, als ob es seine Pflicht wäre. Ja, das ist aber genauso ein Schwachsinn. Ich finde, das Wichtigste auf YouTube ist Toleranz von YouTubern und Community. Also, ich zum Beispiel auch wegen den Abonnenten jetzt. Viele denken, es ist einfach selbstverständlich für manche, dass sie tausende Menschen oder hunderttausende ihre Videos sehen. Aber alle haben das schon erlebt, was ich im Moment auch erlebe. Ich bin im Moment ja mit meinen 66 Abonnenten da und bin rundum zufrieden auf YouTube. Ich bin weitergekommen, als ich es je erhofft habe. Jetzt möchte ich aber langsam das Video beenden, um meiner Message noch ein bisschen Nachdruck zu verleihen, damit das Video nicht auf 10 Minuten kommt. Also, wenn ihr auch der Meinung seid, es muss sich etwas ändern. YouTube muss wirklich eine Zusammenarbeit aus YouTubern und Community sein. Dann verbreitet den Hashtag YouTube ohne Egoismus. Auch wenn ich das für eigentlich ausgeschlossen hatte, sollte irgendjemand dieser YouTuber, irgendein YouTuber, der sich hier drin wiedererkennt, der viele Abonnenten hat, seine Videos auf 10 Minuten streckt, das eigentlich nur wegen dem Geld macht. Ich möchte dich jetzt nicht wirklich kritisieren, also, okay, ich bin ehrlich, es ist schon eine Kritik, aber nicht gegen dich als Person, sondern nur gegen das, was du hier machst. Überleg mal, ob du es vielleicht anders machen kannst. Und dann mach es vielleicht auch anders. Wir sehen uns bei einem anderen Video. Tschüss.